Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Wirtschaftsfrühstück bei Joy Mode in der Brucker Mittergasse. Schulbeginn, Neuerungen im neuen Schuljahr und das Wetter am Wochenende. Samstag Sonne, Sonntag Regen. Ein Frühstück der besonderen Art gab es in Bruck in der Mittergasse. Die Geschäftswelt gab sich ein Stelldichein in der Mittergasse 24. Im Modehaus Joy. Sehr gut hier in Bruck integriert ist die Wirtschaft. Und dieses Wirtschaftsfrühstück bietet doch eigentlich viele Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Ja, das war auch der Grund, warum wir es gemacht haben, warum wir jetzt beim 17. Frühstück auch versuchen, einmal in die Modebranche hineinzugehen, weil wir wissen, dass Mode ja von vornherein Kunst ist. Und diese Kunst muss man natürlich auch weitertragen im Kommunikationsbereich. Ja? Sie haben ja schon sehr viel Erfahrung, das gibt es ja schon längere Zeit. Und gibt es eine gewisse Nachhaltigkeit von diesen Veranstaltungen? Die gibt es absolut. Man hört immer wieder, dass Geschäfte miteinander schon gemacht werden konnten, dass sich durch diese Frühstücke auch Bekanntschaften gegeben haben. Und die Nachhaltigkeit ist somit auch vorhanden. Was sind die nächsten Ziele? Die nächsten Ziele sind das natürlich auszuweiten, auch andere Branchen mit einzubinden in die Geschichte. Es ist das nächste Frühstück, wird eine Rechtsanwaltskanzlei haben, das übernächste wieder in der Automobilbranche. Also wir versuchen ein bisschen aufzufächern. Dann können wir Ihnen nur gratulieren zur Idee. Das ist doch die Idee der Ideen. Das ist die Idee der Ideen, ja. Ganz richtig. Dankeschön. Diese Business-Serie hat voll eingeschlagen. Man tauscht Gedanken und Ideen aus. Die Bedeutung solcher Meetings wird durch die Interessensbekundung so mancher Teilnehmer unterstrichen. Dieses sogenannte Wirtschaftsfrühstück ist doch eine Möglichkeit zu kommunizieren. Ja, wir treffen uns in regelmäßigen Abständen immer in diesem Kreis und heute sind wir bei der Mode Joy, Mode Joy, also Freude sozusagen, und das ist Sultan Greins und sie ist seit 2000 bei uns im Gewerbe tätig, hat einen Handelsbetrieb seit 2012 hier in der Mittergasse, in guten wie in schlechten Zeiten, eine Unternehmerin der guten alten Schule, und da freuen wir uns, dass wir heute bei ihr zu Gast sind. Und wie ist das im Allgemeinen in Bruck an der Mur? Ist Bruck jetzt Handelsstadt? Ist Bruck Sportstadt? Ist Bruck Kulturstadt? Ja, eine Stadt muss alles anbieten. Also es muss den Handel geben. In der Innenstadt gehen wir in Richtung Mischnutzung. Wir glauben auch, dass es möglich ist, den Handel wieder zurückzubekommen. Aber die gesamte Landschaft ist hier wirklich im Wandel begriffen. Und diesen Wandel müssen wir mitgestalten. Und wie man sieht, ist das auch ein interessanter Bogen der Generationen, die sich hier trifft. Absolut, es sind junge Unternehmer, gestandene Unternehmer, Start-ups da, also ein reger Austausch von verschiedenen Leuten. Bei diesem Meeting der Wirtschaft lernt man auch interessierte Kollegen anderer Branchen kennen und alle mit dem gleichen Ziel des Zusammenwirkens. Mit einem besonderen Charisma ist auch die Geschäftsführerin ausgestattet. Wie läuft es so? Ist gar nicht so einfach, heute bei dem großen Angebot an Mode sich behaupten zu können. Ich komme aus der Türkei und meine Mode ist fast 70% von der Istanbul und 30% von Italien. Ich versuche immer für jede alte Gruppe. Wohin geht denn der Trend? Wohin geht der Trend? Jetzt momentan sehr knallige Rot. So diese Erdfarben, Terrakotta, diese Khaki, Oliventöne und ein bisschen Glitzerfein mit Gold. Und ja. Dann viel Erfolg und viel Freude bei dieser heutigen Kommunikation. Vielen Dank, danke. Und ich habe so zahlreiche Gäste da, von Bürgermeister, von der Gemeinde, von alles. Ich hätte gern herzlich bedanken, wenn es alles mich so unterstützt haben. Und ja, danke schön. Wie wichtig solche Treffen sind, beweist allemal die positive Stimmung. Dankeschön. Und ich glaube, der Anfang ist geschafft damit.
Für das Leben lernen wir und nicht für die Schule. Dieser Satz trifft wohl nur für einige Bereiche zu. Wie wichtig gerade in Zeiten wie diesen professionelle Lernhilfe ist, beweisen vor allem alle Bemühungen, trendgerechte Unterrichtsmethoden anzuwenden. Weg vom Frontalunterricht hin zu adäquaten praxisnahen Einrichtungen, wo nun endlich auch die Eltern eine maßgebliche Rolle spielen. Dieses neue Schuljahr bringt doch sehr viel Neues und wenn man es ein bisschen besser durchleuchtet, muss man ehrlich zugeben, auch viel Positives. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Also wir arbeiten jetzt in der Grundschule das Grundschulreformpaket ab. Das heißt, wir versuchen die Neuerungen, die per Gesetz jetzt gekommen sind, gut quasi in alle Schulen zu bringen. Wieso ist man drauf gekommen, den Fokus doch mehr auf die Eltern zu legen? Gelingende Schularbeit kann nur gelingen in diesem Dreieck. Die Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer und die Eltern in einem Boot. Das Dreieck, das ist das Wichtigste und die Eltern sind wichtige Kooperationspartner für die Schule und ganz, tragen einen großen Teil dazu bei, dass das Lernen der Kinder gelingt. Das ist das Lernen. Zum Lernen gehört natürlich auch anderes, die Persönlichkeitsentwicklung und dergleichen. Nun, da ist natürlich das Elternhaus schon sehr gefragt. Auf der einen Seite sehr wohl, auf der anderen Seite versuchen wir mit vielen Unterstützungssystemen wie Schulsozialarbeit oder Beratungslehrerinnen und Schulassistenzen die Schülerinnen im sozial-emotionalen Bereich gut zu begleiten. Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs oder überhaupt der Besetzung von Lehrer- oder Lehrerinnenposten aus? Gibt es genug Nachwuchs? Bei uns in der Obersteiermark Ost, also das ist eher so an der Peripherie, haben wir immer ein bisschen Sorge, dass wir in der Mittelstufe, also in der Sekundarstufe, alle voll besetzen können. Ich bin aber heuer sehr zufrieden, also in der Grundschule haben wir keine Probleme mit Nachbesetzung und auch in den NMSen sind wir derzeit auf einem sehr guten Weg. Immer wieder fragt man sich, warum gibt es keine Lehrer? Und dann kriegt man zum Teil die Antwort, naja, die gehen nicht in die Volksschule, weil da verdienen sie weniger als in der Mittelschule oder in der AHS. Naja, ein Volksschullehrer und ein Mittelschullehrer, das ist das gleiche Gehaltsschema. Natürlich ändert sich das dann mit den Schultypen. Aber ich habe jetzt einige sehr, sehr engagierte Junglehrer in der Grundschule und da bin ich sehr froh darüber. Warum es nicht so attraktiv ist, es ist ein wunderbarer Job, mit den Kindern zu arbeiten, aber es ist ein sehr herausfordernder Job. Und ich hoffe, dass die Maßnahmen greifen und mehr junge Herren sich dessen auch annehmen und das auch angehen. Der Lehrer ist natürlich auch immer davon geprägt, was schreibt man ihm vor von oberster Stelle. Und da kommen ja nicht nur Meldungen, die Jubel auch veranlassen, sondern auch welche, die kritisch sind. Also kritische Anmerkung, konstruktive Kritik ist ja immer erwünscht und angebracht zu sagen, da können wir die Systeme gut weiterzuentwickeln. Aber wir leben in einem Rechtsstaat. Das heißt, wenn es Gesetze gibt, die wir auszuführen haben, dann machen wir das. Wir versuchen aber, gute Wege zu finden, wie es für uns dann gut passt und es gut zu integrieren in den Schulalltag. Integrieren ist das Stichwort. Wie sieht es denn überhaupt mit der Integration aus? Sehr gut. Also wir haben Sondereinrichtungen bei mir auf der einen Seite, aber zum Beispiel in der Mittelschule hat jede Mittelschule auf allen Stufen Integrationsklassen. Also wir schauen, welche Schulwege passen für die Kinder am besten. Das empfehlen wir dann auch den Eltern, beziehungsweise die Eltern haben ja dann Entscheidungskraft. Aber ich bin mit der Entwicklung da sehr zufrieden. Heute war es nach Auflösung der Nebelfelder sonnig und mild bei Höchstwerten um die 23 Grad. Das Wochenende beginnt sonnig, ehe uns am Sonntag eine Regenfront erreicht und Abkühlung bringt.